Heutige negative Kunst ist kein rein digitales und neuzeitliches Phänomen. Auf eine gewisse Art kann Jackson Pollock in der klassischen Moderne mit seinem Action Painting als einer ihrer Vorreiter betrachtet werden. Die späteren Künstler des Process Art, Klammer auf, unter anderem Bruce Nauman, Robert Morris, Eva Hesse, Klammer zu, bilden eine direkte Brücke hin zur prozessualen, von Konzepten dominierten Kunst des späten 20. Jahrhunderts. Gemeint ist all diesem der Wunsch nach Darstellung des Entstehensprozesses als integralem Bestandteil des Kunstwerkes. Dream.